Hallo Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14. So, dieses Mal findet wieder das Feuermondreigen-Event statt und das schauen wir uns dieses Mal an. Mal gucken, was es dieses Jahr zu tun gibt. So, die beginnt wieder mal wie immer hier in Limsa Luminsa. So, heiße Sohle gegen Haie. Ein wärmstes Hallo an dich, meine liebe Abenteurer. Glaub nicht, dass ich dein äußerst einprägsames Gesicht vergessen hätte. Und du kommst genau richtig. Spürst du die Hitze auf deiner Haut? Ganz recht, es ist endlich wieder Zeit für den Vollmondreigen. Nun, zumindest theoretisch. Denn hier am Strand der Sonnenküste, wo das Fest traditionellerweise stattfindet, geht es in letzter Zeit ordentlich drunter und drüber. Laut Berichten der Fischergilde gab es in Rotgischt nun schon mehrere Sichtungen eines, lass es mich zitieren, gigantischen, alles verschlingenden Monsterhais. Und wenn ich alles verschlingend sage, meine ich auch alles verschlingend. Da können wir die Teilnehmer unseres Feuermondreigens natürlich nicht einmal in der Nähe des Strandes lassen. Das Komitee ist mit einer solchen zahnigen Angelegenheit gelinde gesagt überfordert. Da hatten wir gehofft, die Hilfe eines gestandenen Abenteuers in Anspruch zu nehmen. Der Feuermondreigen darf nicht ins Wasser fallen. Unser Komiteevorsitzender Hermagar erzählt dir genaueres über unser flossiges Problemchen. Du findest ihn auf der Insel des ewigen Sommers. Ich bitte dich, Abenteurer, lass uns nicht im Stich. Okay, dann kümmern wir uns doch mal drum. Dann auf zur Sonnenküste. So, und da Patch 5.3 nun endlich erschienen ist, kann man nun auch in den alten Gebieten endlich rumfliegen. Ja, die Karten wurden auch etwas überarbeitet. Man kann ja auch zum Beispiel sehen, dass man hier jetzt einfach drüber fliegen kann über die Berge. Und ja, das nur kurz am Rande erwähnt. Also nicht wundern, wenn in den nachfolgenden Folgen noch erwähnt wird, dass Patch 5.3 bald erscheinen wird. Ich habe ein bisschen Vorrat aufgenommen und habe jetzt noch circa 15 Folgen, wo eben der Patch schon nicht da ist. Also nicht wundern deswegen. So. Da sind wir nun bei den Hermagar. Ah, Theo, was für eine Freude, dich zu sehen. Aus nicht ganz uneigennützigen Gründen, muss ich gestehen. Das Gröbste hat man dir sicherlich schon erzählt. An den Stränden der Sonnenküste wurde ein riesiger Hai gesichtet. Lalafell, Mikote, Rokodyn. Alles soll das Biest verschlingen, mit Haut und Haaren. In seinem Kern ist der Feuermondreigen ein Fest, das die Abenteuergilde ehren und bewerben soll. Daher wäre es besonders tragisch, wenn einer unserer Teilnehmer zu Schaden käme. Das würde gegen alles gehen, wofür wir stehen. Meister Gigeruchu, der unangefochtene Herr der Sonnenküste, scheint sich bereits irgendwelche Leute zur Haibekämpfung herangerufen zu haben, wie man hört. Aber du und ich, wir werden selbst einmal eine kleine Runde am Strand drehen. Ein Hai, zu Hilfe, der alles fressende Hai! Hey, dieses Monster kannst du doch unmöglich allein angehen wollen. Überlass das hier dem Komitee und dem Mahlsturm, hörst du? Ich muss einschreiten, bevor jemand zu Schaden kommt, oder ich dachte, deswegen sind wir hier, oder keine Bange, so einem bin ich schon mal begegnet und es ging nicht gut für ihn aus. Ich glaube, das sagen wir mal. Was? Wie kannst du einem Monster wie dem schon mal begegnet sein? Du meine Güte, bist wirklich ein Abenteurer ein ganz anderes Kalibers. Halt, wartet, auf keinen Fall den Hai angreifen. Oh, seid ihr etwa Gigeruchus Leute? Ganz recht, wir sind die Aquadeure, die Erben der wagemutigen Kaskadeure und wir haben uns mit Haut und Haaren der Haibekämpfung verschrieben. Geschatten, ich bin Tracy, Sonderbeauftragte Sonderforscherin. Oh, größter Bomberforscher, ich bin, ja. Die Aquadeure? So, das ist mir völlig neu, dass die Kaskadeure eine derartige Erbschaft hinterlassen haben sollen. Nun ja, eigentlich war es Meister Gigeruchu, der die Formierung unserer Gruppe großzügigerweise in die Wege geleitet hat. Theoretisch also eher Erben Gigeruchus, aber wir sind für diese aquatische Gefahr bestens gerüstet. Das versichere ich.
Diese Reihe ist eine Bedrohung gänzlich neuer Art. Wir als Experten haben sein Verhaltensmuster studiert, analysiert und daraus geschlossen, dass er allerhöchstwahrscheinlich an genau diesem Strand an Land gehen wird. An Land gehen? Ganz recht. Eure Skepsis ist durchaus angebracht, doch alle unsere Forschungsergebnisse deuten auf eine Landung hin. Nur das Warum konnten wir nach wie vor nicht ergründen. Aber genau deswegen darf der Hai auf keinen Fall direkt angegriffen werden. Nicht auszudenken, was er im provozierten Zustand anrichten könnte. Erinnert euch daran, dass er als alles verschlingend bezeichnet wurde. Nein, wir brauchen eine indirekte Lösung für dieses Problem. Dafür haben wir Bargo hier. Im Austausch für höchst seltene alchemistische Komponenten stellen uns die Kobolde ihr bestgehütetes Geheimnis zur Verfügung. Die Technologie für eine massive Bombe. Oho, Geheimabkommen mit Klania. Beste Zutaten im Tausch für Riesenbombe. Schön, schön. Oh, lange her, lange her. Lange nicht gesehen, ja? Gelang Geheimnis nach draußen. Dein großer Knall ganz ohne Bombe. Du verstehst ja, ja? Dann Bargo nie getroffen, nie gesehen, nie da gewesen. Mit Bargos Expertise haben die Akkordeure einen bahnbrechenden Erfolg verzeichnen können. Etwas so enormes, dass selbst gegen einen Monsterhai effektiv ist. Ein künstlicher Knallomat. Bitte, wie? Ihr wollt einen Knallomat als Bombe einsetzen? Wegen dieser Schrecken haben wir die Feuermundregel vor so langer Zeit ins Leben gerufen. Und nur wollt ihr einen künstlich von der Sorte herstellen? Exakt. Der furchterregende Gegner von einst wird uns der größte Beschützer des Strandes. Ist es nicht großartig? Wir können doch sicher auf eure Hilfe zählen, oder? Vor allem deine Hilfe wird bei diesem Unterfangen Gold wert sein. Abenteurer, kommt, ich erkläre euch unseren Schlachtplan direkt vor Ort. Okay. Dann erzähl mal. Also, seid ihr bereit? Dann erkläre ich jetzt unseren Schlachtplan. Das Herz besagter Strategie ist unser künstlicher Knallomat. Damit werden wir dem Hai zu Leibe rücken. Die Idee dafür lieferten uns die alten Traditionen. Den Legenden nach hat man Knallomaten früher mit dem fernöstlichen Feuertanz zu vertreiben gewusst. Wenn diese Wesen derart auf Tanzschritte reagieren, müsste es uns doch auch gelingen, sie so zu kontrollieren, dachten wir uns. Und hier fiel sofort ein ähnlich alter Tanz der Lalafell aus der Südsee ein. Der Flammentanz. Wir starteten sofort einen Testlauf und siehe da, er war von Erfolg gekrönt. Erlaube mir, den Flammentanz zu demonstrieren. Mein altes Mütterchen hat ihn mir beigebracht. Die Bräuche der Südsee fließen ihr sozusagen durch die Adern. Die alten Legenden beschreiben ihn als lindernden Balsam, der das wilde Herz der Vulkangöttin zu besänftigen vermag. Sicherlich wurde er nicht grundlos von Generation zu Generation weitergetragen, dachten wir uns, und wie recht wir damit hatten. Hohoho, schön, schöner Tanz, ja ja. Große Bombe wird mit geschmeidigen Bewegungen besonders wunderbar knallen, ja? Zeit für eine praktische Demonstration unseres Schlachtplans mit Hilfe dieses kleinen Bombers. Im Prinzip geht es darum, den Knallomaten mittels unseres Tanzes zu inspirieren und so seine Geschicke zu lenken. Sobald der Hai auftaucht, beginnt unser Schauspiel am Strand. Ein frisch gebauter Knallomat ist fürchterlich instabil, musst du wissen. Also werden wir ihm mit dem lodernden Flammentanz ordentlich Leben einhauchen müssen. Je länger der Tanz andauert, desto erfolgreicher bietet unser Knallomat dem garstigen Hai die Stirn. Wenn das aquatische Biest geschwächt ist, gehen wir zum lindernden Flammentanz und seine heilende Wirkung über, um unserem Streiter eine Ruhepause zu gönnen.
Das war's auch schon. Jetzt gilt es nur noch ordentlich Ausschau zu halten, damit uns der Hai auch ja nicht überrascht. Ich weiß, unser Plan ist äußerst unkonventionell, aber bitte habt Vertrauen in uns. Gut, wir nehmen am Feld Knallomat gegen Subai am südöstlichen Strand der Insel des ewigen Sommerstal und feuern dem künstlichen Knallomaten mit den eleganten Bewegungen des Flammentanzes an. Achte auf den Zustand des Knallomaten und wechsle zwischen den beiden Formen des Flammentanzes, um dem Hai entweder Schaden zuzufügen oder den Knallomaten zu heilen. Du hast den Flammentanz so schnell gemeistert wie kein anderer von dir, Abenteurer. Wir verlassen uns auf dich, um den Hai dahin zu schicken, wo er hergekommen ist. Okay. Ja gut, dann gehen wir mal zu der Stelle, wo das Feld sein soll. Das allerdings gerade beendet ist. Gut, das heißt, wir warten hier jetzt erstmal, bis das Fade wieder erneut erscheint. Und plötzlich ist hier alles leer. Wow. Ja gut, dann heißt es jetzt erstmal warten. Ich mache hier einfach mal kurz einen Schnitt und sobald das Fade dann startet, geht's dann direkt los. So, da tut sich auch langsam was. Und da hinten kommt ja schon unser alles verschlingender Hai. Ist das wirklich der gefürchtete Hai? Bringt euch in Sicherheit! Wir haben ein besonderes Ass im Ärmel. Knallomat, du bist dran. Zeig uns deine explosive Kraft. Feuermundtänzer, unterstützen wir unseren Knallomat mit dem Flammentanz. Gut, dann einmal teilnehmen. So, lodernder Flammentanz. So, wie man rechts unter der Teilnahme sieht, die Bombenhitze muss sich voll aufladen. So, natürlich sollten wir uns auch ein bisschen ausweichen und nicht treffen lassen. So, ein bisschen heilen nebenbei. So, Bombe ist groß und jetzt schlägt er zu. Naja, ein bisschen zumindest. So. Ja. So, wir feuern ihn wieder an, wortwörtlich. Nee. So, noch ein bisschen. So, volle Größe. Hau drauf, Bomber. So, und da ist er wieder klein. Dann wieder anheizen. So, wieder ein bisschen heilen.
zu und wieder anfeuern. So, und da ist er wieder bereit. So. Brenne, kleiner Bomber. Yeah. Gut, dass es nicht so viel Schaden macht. So, und da hat der Hai anscheinend genug. Sehr gut, der Hai ist geschwächt. Strand beschützt, jetzt Explosion! Dass ich einen Klonomaten tatsächlich auf unsere Seite kämpfen sehe. So, wir haben 15 dieser Marken bekommen. Aber erstmal die Story noch. Wir haben den Feuermondreigen gerettet. Euer waghalsiger Plan hat also tatsächlich funktioniert. Wer hätte gedacht, dass ein künstlicher Klonomat tatsächlich per Flammentanz gesteuert werden kann? Mir wurde selbst vom Zusehen ganz heiß. Unsere Strategie war erfolgreicher als gedacht. Als Sonderforscherin der Aquadeure springt mir das Herz vor Stolz und Freude fast aus der Brust. Ein wahres Feuer lodert in mir. Ha. Knallomat war so toll. Kunst, Knallkunst. Bago ist sehr zufrieden, ja? Und am Strand ist wieder Frieden eingekehrt. Damit steht dem Feuermondreigen hoffentlich nichts mehr im Wege. Dieser Hai selbst ist und bleibt ein Mysterium. Warum haben sich seine Flossen zu richtigen Gliedmaßen entwickelt? Warum wollte er an Land gehen? Hallöchen, Entschuldigung, mein Haustier ist mir abhanden gekommen. Dachte ich mir doch, dass ich in diese Richtung habe stapfen sehen. Ha. Seid ihr nicht Captain Forzagül von der Fischergilde? Und diese Kreatur, was in aller Welt... Was, mein Kleiner hier? Niedliches Kerlchen, oder? Und richtig furchtlos, er folgt mir todesmutig überall hin. Ihr habt bestimmt gehört, dass ich des Öfteren raus auf die See fahre, zum Angeln und Netze auswerfe. Nun, hin und wieder verfängt sich ein kleiner Hai darin, mit Ärmchen und Beinchen, ganz wie dieser hier. Wir haben schon viele Fahrten gemeinsam gemeistert, er und ich, und jetzt würde ich ihn gar nicht mehr missen wollen. Wie gut, dass er euch in die Arme gelaufen ist. Vermutlich war der große Hai auf der Suche nach dem Jungtier hier und wollte deswegen an Land kommen. Dass ein Hai so viel Verstand haben kann, hätte ich auch nicht gedacht. Aber ja, bestimmt hatte er Sehnsucht nach Captain Forzagüls kleinem Begleiter. Nun, wie dem auch sei. Wir, die Aquadeure, haben unseren Titel alle Ehre gemacht. Der Feuermondreigen ist außer Gefahr und dem Kapitän und seinem Haijungen ist auch nichts geschehen. Ein schöner Knallomat. Niemand so bezaubernd wie du, ja? Sicher, Hauptsache Meister Gigerucho ist zufrieden. Hauptsache der Feuermondreigen ist gerettet, würde ich meinen. Und sollten wir es doch noch einmal mit dem Hai zu tun bekommen, legen wir abermals einen brandheißen Tanz auf den Strand. So, wir bekommen tatsächlich den Flammentanz.
So, das Emote Flammentanz gelernt. Ja, kurze Info zu diesem kleinen Haijungen. Den gibt es tatsächlich als Pet. Den bekommt man, wenn man in Limsa Luminsa an der großen Fahrt teilnimmt. Das ist eine Fischer-Quest sozusagen, oder eher so ein Inhalt. Da fährt man an drei Gebieten und angelt eben, was das Zeug hält. Wenn man 5000 Punkte erreicht hat, bekommt man den Begleiter bei dem Jonathan in Gridania an dem Wasserfall. Kann man ihn als Errungenschaft sozusagen abholen. Und bei 10.000 Punkten bekommt man einen High Mount. Da kommt es auch schon geflogen. Genau das, ja gut, war jetzt nicht ganz so zu sehen, aber das war eben das High Mount. Das habe ich leider noch nicht bekommen. Ist auch nicht gerade so einfach, die 10.000 Punkte hinzukriegen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. So, hier geht es erstmal noch weiter. Sommernachtstänze. Na, der Herr Haijäger, was für ein Spektakel. Mit dem künstlichen Katanomaten und deinen Talenten müssen wir uns um das Fest keine Sorgen machen, selbst wenn das Biest noch einmal den Strand heimsuchen sollte. Aber rate mal, wer von deinem Flammentanz besonders beeindruckt war. Richtig, kein anderer als der gute Gigarucho. Du solltest dich bei ihm sehen lassen, lässt er ausrichten. Tu mir den Gefallen und lass ihn nicht zu lange warten, ja? Kein Thema, wir fliegen mal eben rüber. Ach, das ist schön, endlich hier rumzufliegen. Oh, da ist er, dieser elegante, geschmeidige, erquickende Tänzer, der mein Herz in den siebten Himmel hinaufgetragen hat. Meine liebe Iriri hat mit dir wirklich ein Wunder aufgetan. Aha. Ah, Meister. Als Meister dieses schönen Landstriches muss ich dir unbedingt persönlich danken, dass du mit deiner unvergleichlichen Tanzkunst die Sonnenküste vor Schaden bewahrt hast. Wohl wahr. Wie deine Schritte unsere Knallomaten gleichzeitig bestärkt und geheilt haben, war ein unvergleichliches Schauspiel. Ganz genau, und eben dieser Tanz hat sich in mein Herz gebrannt. Ach, ich sehne mich nach den leichten Schritten, den wiegenden Hüften. Jiri, warum in aller Götternamen hast du mir denn nicht gesagt, dass du einen derart atemberaubenden Tanz beherrschst? Es war mir nicht im Traum eingefallen, Meister Gigarucho, dass ein alter ritueller Tanz euch derart inspirieren würde. Mein Mütterchen hat mir erzählt, dass man diesen Tanz schon von vor vielen tausend Jahren gemeinsam tanzte, um das Gemüt der Vulkangöttin zu besänftigen. Mit der Zeit wurde auch eine feurige Version des Flammentanzes entwickelt, der nun ein sprichwörtliches Feuer in den Herzen der Krieger entfachen sollte, bevor sie in die Schlacht zogen. Deswegen gelang es uns auch, den Knallomaten zu derartigen Höchstleistungen anzuspornen. Eine Einheit aus Eleganz und Tradition, Sanftmut und Vehemenz, ganz wie die Sonnenküste selbst. Ich bin ganz sogar hingerissen und so ein Tanz in unsere Strände beschützt. Ich glaube, man wird vor lauter Begeisterung schwarz vor Augen. Ich muss mehr davon sehen. Es nährt mein Herz, lässt es sprießen wie eine Kakteenblüte nach einem sanften Regenschauer. Wenn ihr erst meine allerliebste Kätzchen diesen Tanz vorführen. Nein, das ist zu viel für mich. Meister Gigarucho wünscht sich eine Vorführung. Du wirst natürlich ordentlich dafür entlohnt. Darf ich auf dich zählen? Ich danke dir. Dann werde ich mich sogleich an die Vorbereitung machen. Dich würde ich bitten, Freiwillige unter den Tänzerinnen und den Besuchern des Feuermundreigens zu finden und ihnen den Flammentanz beizubringen. Gut, Freiwillige, dann suchen wir doch mal. Dieses riesige Munkriechviech, unfassbar. Hier haben wir den ersten Freiwilligen anscheinend. Du bist also der Abenteurer, über den gerade alle reden. Hermager hat mir schon alles erzählt. Du hast bei der Vertreibung des Hais ordentlich mitgemischt, richtig? Als Komiteemitglied danke ich dir von ganzem Herzen.
Wir waren einst Bombardanten, musst du wissen, und als solche waren wir der Bekämpfung der Knallomaten an den Stränden der Sonnenküste verschrieben. Niemals hätte ich gedacht, dass wir sie einmal als unsere Verbündeten sehen würden. Wir sollen den Flammentanz lernen? Wenn wir helfen können, werden wir das natürlich auch tun. Schließlich sehen wir uns als Teil dieser Feierlichkeiten. Das ist also das Mindeste. Seh den Tanz, verinnerliche ihn. Was für ein atemberaubend schöner Tanz, wahrlich perfekt für die Strände des ewigen Sommers. Man könnte meinen, diese Tradition wäre genau hier geboren. So ganz wohl fühle ich mich nicht damit, gerade vor Gigerucho zu tanzen, aber was tut man nicht alles für den Feuermondreigen, nicht wahr? Jawohl, wir werden mit vollem Eifer dabei sein. Ehrenwort. Ja. Ah, der Fult, ja, der von den letzten Events sozusagen. Oh, Abenteuer, ich habe schon gehört, wie du den Hai vertrieben hast. Das war wirklich unglaublich. Ah, du willst diesen inspirierenden Tanz auch den Strandbesuchern beibringen? Was für ein nobles Unterfangen. Selbstverständlich helfe ich dir dabei. Bitte, bring mir ihm auch bei. Was für ein Tanz. Er wird mir beim nächsten Hai-Besuch sicherlich gelegen kommen. Ich mache mich gleich ans Üben, damit ich Maya beschützen kann wie ein richtiger Abenteurer. Bruder, jetzt warte! So, wen haben wir hier noch? Eine verlockende Tänzerin. Ach, du bist der Abenteurer, der den Hai so tapfer verscheucht hat, oder? Am Strand munkelt man sogar, dass du einen künstlichen Knallomaten mit einem Tanz dirigiert hast. Wenn das wahr ist, bin ich schwer beeindruckt. Also stimmen die Gerüchte tatsächlich. Und jetzt will Meister Gigerucho genau diesen Tanz vorgeführt bekommen? Natürlich will er das. Du tatest gut daran, dich damit an uns zu wenden. Wir sind immerhin die Expertinnen, wenn es darum geht, die Sonnenküste und ihren Herren mit Tanzeinlagen zu unterhalten. Haha, was für ein eleganter, leichter Tanz. Er gleicht wirklich einer Flamme, die so unberechenbar wie geschmeidig im Winde flackert. Perfekt für heiße Sommertage. Alles klar, los, los, machen wir uns an den Flammentanz. Okay. Gut, ich glaube, wir haben genügend Freiwillige nun gefunden. So, da sind wir. Du hast ordentlich vielen Leuten den Flammentanz beigebracht, hm? Es berührt mich schon sehr, dass der Tanz meines Mütterchens derart Anklang findet. Dafür danke ich dir ganz persönlich. Er soll alle zusammenführen, weißt du? Und dann tanzt man ihn als Einheit, wie ein wunderschönes Gebet aus zarten Bewegungen. Ich werde mich noch um passende Kostüme bemühen. Sieh dich auch um, wenn du bereit bist, und dann kann unser kleines Tanzgebet auch schon beginnen. Meister Gigerucho zittert bereits vor Ungeduld. Wann tut er das nicht? Der Flammentanz, ich kann es wirklich nicht mehr erwarten, meine wunderschönen Kätzchen in einem eleganten Reigen zu sehen. Mein armes Herz wird diesen Anblick überhaupt ertragen?
Mit der Kraft des Tanzes hast du den Besuchern des Feuermondreigens ein Lächeln geschenkt und auf den sandigen Stränden für friedliches Miteinander gesorgt. Sollte sich im Horizont abermals eine zahnige Gefahr anbahnen, so kannst du dich immer auf den Flammentanz verlassen. Das eiserne Geschäft des Vollmondreigens hat nun geöffnet. Ja, alles klar. Gut. Ja, das haben wir dann erstmal geschafft. Friede am Strand. Mit einem Tanz. Wie eine Flamme im Wind. Ja, das war die Geschichte, sozusagen, des Events. Und man kann natürlich jetzt auch dieses Outfit eintauschen. Und es gibt noch für den Garten einen Wasserbombenstand. Das ist im Prinzip das Ding hier. Und ja, sonst gibt es das übliche Feuerwerkszeugs. Und ja, das war es im Prinzip auch schon. Ich werde jetzt mal die Sachen hier kaufen. Zumindest so weit wie es geht. So, die anderen beiden Teile, die hole ich auch noch. Dafür müssen wir das Fate nochmal machen, aber das brauche ich jetzt nicht nochmal zeigen, das kennen wir ja. Ja, gut, im Prinzip war es das mit dem Event auch schon. Und ja, dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge geht es dann ganz normal weiter und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann, ja, danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute!